Dieses Kästchen gehört zu den Prunkstücken der Asiensammlung des MAC. Es stammt aus Japan, wurde um 1640 in einer Manufaktur in Kyoto auf Auftrag der Ostindien-Kompanie hergestellt. Japan hat seit ungefähr 1600 Lackarbeiten für den Westen auf Bestellung hergestellt. Es gibt mehrere Stilphasen. Dieses Kästchen gehört quasi zur letzten Stilphase. Ab diesem Zeitpunkt hat man dann nur noch Arbeiten im japanischen Stil auch in Europa bevorzugt. Das Besondere daran ist, dass es eben nach einem holländischen Vorbild gearbeitet ist. Es ist dieser stufenweise Aufbau mit diesen sehr elaborierten Elfenbeinsäulchen und auch die Darstellung eines Samurai entspricht durchaus eines Renaissance-Denkmals eines europäischen Fürsten. Dieses Kästchen gehört zu einer sehr kleinen Gruppe von noch vier erhaltenen Objekten, zwei in Großbritannien, eines in Tokio und eben dieses Kästchen aus dem MAC. Von einem dieser Kästchen wissen wir, dass es hergestellt worden ist auf Auftrag der Ostindischen Kompanie für den Mogulherrscher. Der indische Subkontinent war ja damals das Zentrum des Welthandels und insofern ist es auch sehr begreiflich, dass eben die Holländer Geschenke entlang dieser Handelsroute hinterlassen haben. Und diese Kästchen standen immer auf den Wunschlisten auf dem ersten Platz. Es ist sehr gut erhalten und das ist vor allem sein Innenleben ist wirklich sehenswert. Es ist perfekt erhalten, weil es eben immer geschlossen ist und auch so kein Sauerstoff und kein Licht zum Lack dazukommt. Hier haben wir eine wunderbare, sehr hochqualitative Goldmalerei, also Goldlack auf schwarzem Grund. Dargestellt sind Paläste. Und die Malerei entspricht ungefähr auch der Landschaftsmalerei in dieser Zeit. Der Dekor, Gold auf Schwarz, setzt sich auch im Inneren von der großen Öffnung vor. Das sind wiederum Palastszenen. Der Einsatz, man sieht, es sind diese Abteilungen wahrscheinlich gemacht für Ringe und für Schmuck. Und der Mittelteil ist in einer Landschaftsmalerei, in einer sehr, sehr offenen Landschaftsmalerei, die also höchste Qualität der Zeit entsprechend darstellt. Dieses Kästchen ist auch ein Beispiel für die Anwendung des Streulacks. Er ist in unterschiedlichen Feinheiten hier, kommt er zur Anwendung. Es wird in den noch feuchten Lack, wird Goldpulver in unterschiedlicher Intensität und unterschiedlicher Größe eingestrahlt. Goldstreulack wird nicht nur verwendet als Flächendekor, sondern auch um in Bildern, wie wir es eben hier sehen, um Wege, Wolken oder Ähnliches anzudeuten. Es gibt noch ein drittes sperrbares Fach, ein sogenanntes Geheimfach, und das befindet sich hier. Man kann den Samurai aus Elfenbein gearbeitet herausnehmen. Dann hier dieses längliche Fach, das wiederum äußerst kostbar auch an der Außenseite dekoriert ist.